Willkommen zurück zu The Long Dark. Nach einer anstrengenden Reise zu Fuß sind wir jetzt hier fast am Ziel angekommen. Ich bin jetzt quasi hier hochgelaufen, ganz am Rand entlang. Ich glaube sogar hier drüber. Dann hier rüber und hier hoch und dann über den einsamen Bach hier durch Richtung Wasserfall, weil ich hier oben eine Höhle gesehen habe. Und die erkunden wir jetzt noch kurz. Die ist nämlich hier. Und dann schauen wir mal davor zu dem Funkturm. Ich habe auf dem Weg hier hoch auch eine andere Höhle noch gefunden. Die war relativ klein, da gab es nicht viel. Oh, da können wir sogar reingehen. Hm. Ich gehe mal kurz rein. Ich schaue nur mal rein. Wenn es relativ groß ist, dann... Okay, es ist groß und dunkel. Was machen wir denn jetzt? Okay, also wir... Doch, wir schauen es uns jetzt mal an. Fackelmäßig sieht es nicht mehr so gut aus. Können wir denn noch eine bauen, eine Fackel? Wir brauchen dafür Stöcke. Das ist blöd. Okay, wir wagen es trotzdem mal. Und hoffen einfach mal, dass die nicht so groß ist, dass die, dass uns hier die Fackel ausgeht. Wir haben ja noch ein paar so Leuchtkörper. Das sieht groß aus. Das sieht sehr groß aus. Wo kommen wir denn hier hin? Ein komplett neuer Bereich oder was? Okay, wir haben hier zwei Wege. Nein, wir haben ja einen Weg. Sollen wir hier weitergehen? Ich weiß es nicht. Wer weiß, wo wir hier rauskommen. Wahrscheinlich irgendwie nur auf der anderen Seite des Tals. Und da müssen wir komplett nochmal zurückgehen. Was sind wir denn hier? Hier gibt es aber auch gar nichts. Was haben wir denn hier? Kohle. Können wir mal mitnehmen. Da vorne geht es auf alle Fälle schon raus. Oh, Moment mal, sind wir hier? Moment mal. Sind wir hier rausgekommen, als wir Episode 1 abgeschlossen haben? Kann das sein? Nee, offenbar nicht. So, die Sturmlanterne nehmen wir auch mit. Die ist nämlich noch gefüllt. Okay, offenbar waren wir hier noch nicht. Da haben wir einen Stock, den nehmen wir mal mit. Vielleicht finden wir noch einen. Dann können wir uns nochmal eine Fackel bauen. Wo sind wir hier? Da sind auf alle Fälle Stücke. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir uns doch eigentlich genau eine Fackel basteln können. Machen wir noch nicht. Machen wir erst, wenn wir die brauchen. Wo geht's denn hier hin? Ja, die Fackel ist auch schon fast weg hier. Okay, das sind wohl die beiden Wege jetzt. Die beiden Abzweigungen. Es ist so dunkel. Es ist so dunkel. Können wir die zerlegen? Die Fackel müssten wir zerlegen können, oder? Aktion zerlegen, dann bekommen wir nochmal einen Stock. Wir sind ja von den Werten ganz gut noch gerüstet, das passt schon. Wir nutzen mal die Sturmlaterne. Bin ich jetzt hier? Sind wir hierher gekommen oder wie sieht es hier aus? Das ist ja riesig. Das ist unglaublich riesig hier. Hier sind wir runtergekommen, richtig? Ne, hä? Ich bin gerade etwas verwirrt. Hier sind wir hergekommen. Okay, dann bin ich... Hä? Okay, wir gehen jetzt mal hier hoch. Bevor ich hier nochmal mehr Zeit vertrödel. Da bräuchte man jetzt die Lampe gar nicht. Die ist so schön hell.
Ich habe ja zuerst vermutet, das wäre die Höhle, die wir betreten haben, als wir Episode 1 verlassen haben und auf Jeremiah getroffen sind. Dem ist wohl nicht so. Ich habe ein 5 Kilo Seil, das ich liegen lasse. Das brauchen wir nicht. Wir haben zur Not zwei Stück. Wo geht's denn hier? Hier geht's raus. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich mache mal die Lampe aus. Da bin ich jetzt mal gespannt. Vor allem, wir müssen ja auch wieder zurückfinden. Wahrscheinlich jetzt genau wieder der Ort, an dem wir die Höhle betreten haben. Hören wir einen Wasserfall? Nein, hören wir nicht. Wir haben Marschgrat entdeckt. Oh Gott, oh Gott, wo ist denn Marschgrat? Ist das hier irgendwo eingezeichnet? Marschgrat. Okay, jetzt sind wir hier drüben. Na toll. Ist jetzt auch nicht so berauschend. Ich meine, wir gehen nochmal kurz hier hoch und an und für sich war die Höhle jetzt nicht so berauschend. Da können wir jetzt gleich zum Funkturm gehen. Vielleicht können wir da sogar irgendwo eine Abkürzung nehmen. Na gut. Wir sind mal wieder heillos überladen. Was heißt heillos? Wir sind 3 Kilo über dem Normalmaß. Da müssen wir doch jetzt dann wieder... Da ist der Wasserfall da vorne. Und dann kommen wir hier von der linken Seite quasi wieder rüber. Na gut. Ich nehme sicherheitshalber die Pistole in die Hand. Ich hatte vorhin schon mal kurz ein Aufeinandertreffen mit einem weiteren Wolf. Das ist Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Wir sind ihm davon gerannt. Okay, wir gehen jetzt hier rüber zu dem Funkturm. Und ich habe mir beim Hochmarschieren hier die Hand gebrochen oder verstaucht. Ja, das war so alles, was ich hier erlebt habe. Da vorne sind auf alle Fälle wieder mal Krähen. Das heißt, da gibt es was zu essen. Aber wir werden das nicht mehr benötigen. Wir kommen hier ja nicht mehr wegen dem Loot hier her, sondern eher, damit wir einfach nochmal die Aussichtspunkte, die Markanten sehen, bevor wir uns aufmachen zum Staudamm. Und so wie es hier ausschaut, am Kurzwellenturm gibt es nichts. Es gibt wahrscheinlich eine Versorgungskiste wieder. Zwei kleine Kisten gibt es. Nicht mal eine große Versorgungskiste. Oh, da liegt jemand. Eine Mütze, die können wir aber wirklich brauchen. Und ein Verband. Eine Mütze können wir brauchen. Wir haben nämlich unsere alte Mütze. Die ist ja kaputt gegangen beim Bärenkampf. Schokoriegel. Und die gefrorene Leiche. Schlüssel zur Seehütte. Ein Schlüssel zu einer Hütte am Rätselsee. Ah, jetzt müssen wir da auch nochmal runter. Und ein Dosenöffner. Okay, dann haben wir hier alles geplündert, soweit. Wir schauen uns nochmal die Aussicht an. Wobei es jetzt etwas diesig ist. Und dann machen wir uns auf zum Rätselsee, wenn wir schon den Schlüssel gefunden haben. Und ich werde das mal mitfilmen, mit aufnehmen. Also den Weg hier jetzt zurück, den mute ich euch nicht mehr zu. Wir werden den Weg zurück nehmen zu der Hütte und wenn es dort was Besonderes gibt, dann werde ich das mit reinschneiden. Ansonsten treffen wir uns wieder in der Hütte von Jeremiah und dort werden wir uns Abreise fertig machen. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Und bevor wir jetzt hier die Häuser abklappern, die hier brauchen wir nicht mehr abklappern, die Häuser da vorne. Aber ich will hier nochmal kurz hergehen, da war doch irgendwo die Leiche. Weil ich hier immer noch das Ausrufezeichen habe und ich nicht weiß, was das soll. Die Leiche ist wohl jetzt auch weg. Ja, sieht so aus. Na gut. Dann wird das wohl einfach nur ein Anzeigen-Bug sein.
Okay, dann gehen wir hier mal die Hütten ab. Das kann ja nur die ganz hinten sein. Oder die hier an der Seite. Ich habe mittlerweile jetzt auch noch mal ein bisschen gerastet, deswegen ist es jetzt schon zu spät. Und was gegessen und getrunken. Und ja, Gott sei Dank ist kein Sturm. Es geht uns also momentan ganz gut. Da haben wir auch jetzt zwei Hütten. Da haben wir bestimmt auch schon eine geplündert. Bin mir nicht mehr sicher, welche das war. Hm. Da können wir reingehen. Da waren wir bestimmt schon drin. Und da können wir auch reingehen. Dann war es die ganz hinten. Was auch sonst, die am weitesten entfernt natürlich. Ach, ist das schön. Ich bin fast schon ein bisschen traurig, weil sich diese Episode ja jetzt über kurz oder lang dem Ende zuneigt. Wir haben halt schon ziemlich viel jetzt erlebt, ne? Und ich würde jetzt dann am liebsten sofort gleich weiterspielen. Mit der nächsten Episode. Leider ist die ja noch nicht released worden. Das dauert noch ein bisschen. Oh, jetzt wird es aber etwas düster. Gut, dann schauen wir mal, was hier zu entdecken gibt. Genau, die ist verschlossen. Die schließen wir jetzt auf mit dem Schlüssel. Und wir brauchen unsere Lampe erneut. Da drin wird es stockduster sein. Gut, also, was haben wir hier? Einen Mülleimer. Einen leeren. Schweinefleisch. Pfirsich und Erdnussbutter. Größtenteils was zu essen. Ich frage mich ja, wann wir hier mit den Büchern was lernen können. Die haben ja alle so Zeichen drauf. Ne? Hier eine Axt und hier einen Fisch. Da wird man ja wahrscheinlich irgendwie das lernen können. Ich schaue mir das jetzt gerade nochmal an. Ob ich vielleicht sogar was übersehen habe. Das kann ja gar nicht sein, dass ich irgendwas übersehe. Aber wir können die nur nehmen und ablegen. Oder halt zum Verbrennen verwenden. Ein Kobi-Kan-Pullover und Socken. Naja. Hope nobody needs this anymore. Oh, Signalpatron können wir auf alle Fälle brauchen. Sehr gut. T-Shirt. Da machen wir einfach Stoff wieder draus aus den Sachen. Was sind das? Feuerstahl. Metallwerkzeug, mit dem man in der Wildnis Feuer machen kann. Und Gewehrmunition. Sehr gut. Thermostiefel. Wasserdichte Stiefel aus Kunststoff, die innere Filzschicht hält die Füße schön warm, das Gewicht macht dich jedoch langsamer. 1,5 Kilo. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Das hat sich nochmal gelohnt, dass wir hier runtergelaufen sind. Perfekt. Okay, wir sind heillos überladen. 38 Kilo. Das heißt, ich schleppe mich jetzt zurück zu unserer Hütte. Und dann sehen wir uns dort gleich wieder, weil da machen wir uns abmarschbereit. Endlich wieder zu Hause. Dann werden wir uns jetzt ein, zwei Stunden hinlegen, damit es hier schön hell wird. Und dann werden wir uns im Haus umschauen, was wir alles mitnehmen, was wir alles da lassen und so weiter und so fort. Das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Aber erstmal ein bisschen grunzen. Machen wir mal 3 Stunden. Dann sollte es auf alle Fälle hell sein. Gut, also wir sind wieder zu Hause. Wir trinken was und wir essen auch was. Okay, wir haben einen Dosenöffner gefunden. Wir haben ja immer noch die 2 schweren Hämmer mit dabei, jeweils 2 Kilo. Uiuiui. Na gut, dann legen wir die jetzt alle mal ab, die Sachen. Und dann fangen wir von vorne an.
Immer schön der Reihe nach. Die Klamotten, vielleicht fangen wir mit den Klamotten an. Wir haben hier die gleichen Handschuhe, die können wir zerlegen. Und die Frage ist halt, wir müssen ja da oben am Damm, müssen wir uns häuslich einrichten. Nein, nicht reparieren. Die müssen wir uns ja häuslich einrichten, weil wir auf ein Nordlicht warten müssen. Und ich denke mal, das wird zufallsabhängig sein, wann diese Nordlichter erscheinen. Das heißt, wir können da locker mal, keine Ahnung, 3, 4, 5 Tage bestimmt oben unsere Zeit verbringen. Und für diese Zeit müssen wir einfach mal jede Menge Essen mitnehmen. Das ist wichtig, ganz wichtig. So, die Stiefel, die ziehen wir jetzt gleich mal an. Die haben 87% Haltbarkeit. Sind für Wind sind sie schlecht, für Schutz auch und für Laufen auch 1,5. Ah, ich bin ja geneigt, ne? Wir reparieren die mal. Da braucht man getrocknetes Leder dafür. Ich will mal schauen, wie es im direkten Vergleich ist. Nein, nicht ablegen. Oh. I'm gonna have to leave something behind. So, reparieren. So, von den Nähzeugsachen und so weiter, da werden wir ja wahrscheinlich sowieso nur eins mitnehmen. Okay, wir sind bei 100. Das ist gut. Direkter Vergleich. Doch, ja. Beim Schutz und beim Laufen sind sie schlechter und natürlich schwerer. Aber die ziehen wir jetzt an, die sind einfach cool. Okay, dann lassen wir dafür die Jacke. Die lassen wir dann da. Die brauchen wir nicht. Wir sind ja doch relativ gut eingepolstert. Wir legen die Sachen hier mal ab, falls wir die dann doch irgendwann nochmal holen müssten, wenn alles den Bach runtergeht. Ihr wisst ja, wie das ist. Dann hier von diesen Lackporlingen und Hagebutten, da nehmen wir auf alle Fälle was mit. Die sind nicht schwer. Und wenn wir Not am Mann haben, dann brauchen wir die. Wir haben hier Lackporlinge. Da brauchen wir noch einen, das heißt, den können wir ablegen. Und bei den Hagebutten, da sind wir auch, dann brauchen wir die jetzt doch nicht. Dann können wir die hier lassen, weil die uns nichts bringen momentan. Aber wir haben ja doch einige. Alle ablegen, okay. Gut, die Magnesiumfackeln, Wolfspelz. Was wir mitnehmen, ist auf alle Fälle Stoff. Wie sieht es denn da aus? Wir haben momentan 4 Stofffetzen. Wir nehmen noch 2 mit. Dann eine Sturmlaterne. Die Frage ist, welche? 0,34. 0,95. 0,05 und 0,98. Dann nehmen wir die mit. Dann Nähzeug. Nehmen wir das mit 100%, wenn wir da noch irgendwo eins haben. Und das andere legen wir ab. Das Gewehr ist ja auch ewig schwer. Ablegen. So, dann hier. Das hier legen wir auch ab. Ah, die könnte man auch reparieren, aber dafür brauchen wir dann Metallschrott. Okay. Wir können hier noch auffüllen, das ist gut, das machen wir. Wir haben Brennstoffvorrat, wo haben wir denn den im Inventar? Ist das der hier? Haben wir irgendwo noch einen Kanister im Inventar? Ich denke mal, das wird hier das Lampenöl sein. Das Lampenöl lassen wir hier. Dann Brecheisen nehmen wir mit. Das Gewehr, den schweren Hammer nehmen wir mit. Nein, nimm das Gewehr. Werkzeug nehmen wir mit. Bolzenschneider, Beil und Bügelsäge. Ja, das ist viel, das ist sehr viel. Huiuiuiui. Also, Beil können wir eins da lassen. Messer können wir dich da lassen. Wir werden auf alle Fälle noch den Gewehrputz-Set nehmen wir auch mit. Haben doch irgendwo hier noch die Wetzsteine. Ich kann es nicht... Ah, ich komme nicht dran. Wetzstein.
Wetzstein, Wetzstein. Okay. Also dann legen wir dich nochmal ab und auch dich legen wir nochmal ab. Und dann werden wir hier mal wetzen. Können wir hier auch wetzen? Nö. Das muss nicht gewetzt werden, aber hier die Axt, die wird geschärft. Einen Wetzstein nehmen wir mit, denke ich mal. Ei, das wird so kompliziert, was wir alles mitnehmen müssen. Da müsste ich ja fast fünfmal hin und her gehen. Wir müssen ja noch jede Menge Essen auch mitnehmen. Da sind wir bei 100. Dann beim Messer sind wir gerade bei 87 momentan. Einmal noch. Nein, nochmal. Wenn, dann machen wir die 100 schon voll. Okay, also den Wetzstein können wir ablegen. Den anderen auch. Dann hammermäßig nehmen wir den anderen mit. 40 Kilo haben wir da. Und da haben wir noch nicht mal was zu essen mit dabei. Das ist zu heftig. Das ist zu heftig. Was wir mitnehmen, Wasserreinigungstabletten. Schauen wir mal. Und Antiseptikum natürlich auch. Ich nehme alles mal ins Inventar, damit wir schauen, wo noch am meisten drin ist. Also hier haben wir die mit. Nehmen wir die mit. Ablegen. Ablegen. Dann haben wir hier 0,245. Aber nur noch 31. Die kann man halt auch nicht zusammenfassen. Das ist etwas doof. Dann nehmen wir lieber die 0,4 mit, oder? Ne, sicher ist sicher. Okay, dann haben wir hier noch den Bartflächenverband, den behalten wir im Inventar. Die Schmerzmittel, genau, dann die Aquatabletten. Dann sind wir hier fertig. Hier haben wir nochmal Öl, wir haben hier den Feuerstahl. Ist die Frage, so Holz oder so finden wir ja doch eher, denke ich mal. Na gut, das schmeißen wir am Schluss dann raus. Dann hier getrockneter Darm und so weiter. Die ganzen Felle, Schwarzbärenfell. Ah, das kann man alles vergessen. Das nehmen wir nicht mit. Ich habe mir mal kurz was zwischen die Kiemen. Lecker Bärenfleisch. Ja, und jetzt wird es etwas schwierig. Wir nehmen auf alle Fälle die Angelhaken mit, wenigstens nicht die Schnüre, sondern das Angelzeug selber. Die wiegen nicht so viel. Kaputter Pfeil lassen wir da von denen. Da brauchen wir auch nicht so viel. Die schmeißen wir auch mal weg. Ablegen, auch wenn es nicht viel ist. Wir haben 20, 40, 60 Stück müssen doch locker reichen. Vor allem, wenn wir hier noch das, den Feuerstall haben. Das hier legen wir mal ab. Rohrkolben haben wir auch als Zunder noch. Da würde ich fast jetzt eher sagen, wir schmeißen die Kohle weg. Wenigstens einen Teil davon, einen großen Teil. Machen wir mal, behalten wir uns zwei im Inventar. Okay. Dann Futter. Auf alle Fälle müssen wir uns Kaffee mitnehmen. Ich nehme jetzt alles mal auf und dann schauen wir mal nach, sortieren wir einfach mal nach Haltbarkeit. Starting to weigh me down. Alles andere bekommt dann der Jeremiah. Wir haben immer noch erst 40 Kilo. Was ist da denn los? Können wir den laufen? Laufen können wir nicht. Aber ich wäre fast geneigt, dass ich jetzt hier so hoch gehe. Das ist ja okay, erstaunlich. Dann können wir ja doch mehr mitnehmen. Stimmt.
Also Essen nehmen wir mit, alles was wir haben. Hier das Gewehr putzt auch noch, beziehungsweise wir können das Gewehr ja noch mal putzen. Oh, ich habe ja noch zwei Brecheisen. Ich habe noch zwei Brecheisen hier drin. Ablegen. Dann Aktion. Reinigen. Putzi, putzi, putzi. Schön sauber machen. Die Folge ist jetzt etwas länger, aber dafür sind wir dann beim nächsten Mal Abmarsch bereit und fertig. 90% haben wir gerade mal. Dann können wir das restliche Gewehrputzett, das lassen wir dann einfach hier. Gut, also ablegen, dann wir haben noch eine Magnesiumfackel, die behalten wir zur Not. Kaffee brauchen wir halt nicht so viel. Da legen wir mal die Sachen ab, die schon abgelaufen sind. Oder knapp vorn ablaufen sind. Hier zum Beispiel die Sachen. Alles andere sieht noch relativ gut aus. Sehr schön. Ah, Mann, 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 hier sieht es aus, ne? Wenn man hier sich mal umschaut, wie es hier ausschaut. Oh, wir müssen auch noch Schnee schmelzen. Haben wir hier irgendwas vergessen? Die Kanone nicht. Dosenöffner haben wir dabei. Dosenöffner müssen wir doch eigentlich haben. Habe ich den abgelegt? Den Dosenöffner müssen wir natürlich mitnehmen. Ah, schwerer Hammer. Was haben wir denn hier noch? Gewehr, Puzett, Wettstein. Die Lupe lasse ich auch mal da. Wir haben auch noch einen Dosenöffner. Der ist nicht so gut. Lampenöl nehmen wir mal mit, auch wenn ich vorhin gesagt habe, brauchen wir nicht, aber das nehmen wir jetzt trotzdem mit. Wir brauchen Schnee. Und ich begebe mich dann hoch und dann müssen wir ja nicht laufen können, das passt dann schon. Dann dauert es halt für mich ein bisschen länger, wenn ich hochgehe, aber das kann euch ja egal sein. Gut, dann machen wir uns noch, keine Ahnung, 1,5 Liter. Wobei, ich muss ja jetzt noch mal ganz kurz schlafen auch. Wie sieht es denn aus mit unserer... ja, nö, da machen wir noch 1,5 Liter. Und dann schlafe ich noch 2 Stunden oder 3 und dann machen wir uns auf den Weg. Es ist so schade, weil wir hier alles liegen lassen müssen. Alles, was wir uns so angesammelt haben. Das ist so schade. So dermaßen schade. Gut, Bartflechte bleibt hier. Kletterseil nehme ich nicht mit. Ich habe keine Ahnung, wo wir Kletterseil brauchen. Ich hoffe nur, wir brauchen es nicht, wenn wir an das andere Ende kommen. Das wäre richtig fies. Das wäre richtig fies. Ansonsten brauchen wir hier nichts mehr, oder? Wir sind soweit fertig, Mensch. Abschied tut weh, sage ich da nur. Können wir noch was reparieren? Unsere Klamotten. Oh, die müssen wir reparieren. Stimmt. Wir holen uns nochmal hier Stofffetzen. Haben wir ja genug. Aber das machen wir auf alle Fälle. Wir machen alles auf 100%. Jetzt ist dann wieder das Nähzeug kaputt. Mist. Dann nehme ich mir noch mal kurz das andere. Da haben wir eins mit 85. Okay. Dann unsere neue Haube, die wir gefunden haben. Da haben wir eh noch eins mit 100%. Sehr schön. Dann der dicke Wollpulli. Ja, wir müssen definitiv noch schlafen, so wie ich das sehe, bis ich hier mit der Reparatur unserer Klamotten fertig bin. Sind wir schon ordentlich müde. Ist mir egal, auch wenn es jetzt nur 2% sind, die wir
Das war das erste Mal, dass die Reparatur nicht geklappt hat. Okay. Dann machen wir uns nach oben Richtung Damm auf. Und ich hoffe wirklich, wir müssen da oben nicht zu viel Zeit verbringen. Das wäre richtig fies. Ich hoffe, die Nordlichter kommen relativ zeitig. Ich habe im Forum gelesen, dass da manche irgendwie 20 Tage drauf gewartet haben, bis die ersten Lichter gekommen sind. Aber habe auch gelesen, dass das gepatcht worden ist und ich hoffe einfach mal, dass wir da schon etwas Glück haben. Da brauchen wir auch Stoff für die. Sehr schön. Wir werden das dann sowieso so machen, dass ich jetzt hochgehe, mich da oben häuslich einrichte im Quartier da oben und dann einfach so lange die Zeit laufen lasse, bis die Nordlichter kommen, und dann werde ich erst mit der Aufnahme starten und dann gehen wir die Sache gemeinsam an. Okay, wir haben noch 8 Stoffe, das ist okay. 40 Kilo momentan. Na gut. Dann sind wir jetzt abmarschbereit. Wir schlafen noch kurz. Und wir haben Hunger. Dann essen wir vorher noch was. Was können wir denn hier? Einen Schokoriegel zum Abend. Lecker. So, dann jetzt ist gerade mal Mitternacht. Dann machen wir mal 5. Oh, den Schlafsack müssen wir auch mitnehmen. Ah, den Schlafsack müssen wir auch mitnehmen. Richtig. Den dürfen wir nicht vergessen. Kann ich eigentlich bei ihm im Bett schlafen? Nee, geht nicht. Okay, also dann sagen wir jetzt Tschüss. Es ist schade. Es ist so schade. Wir machen uns auf den Weg. Jeremiah, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns wieder und wir überbringen die Nachricht Wintermute an wen auch immer. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.